Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Schweizer Nuschel Diego. Ja, ist viel passiert hier. Wir haben richtig was geschafft. Ist echt unglaublich, ne? Dieser alte Mann ruft mich zweimal an und hat mit zwei Anrufen mehr fertig als ich in einem halben Jahr in Amerika. Darf man nicht drüber nachdenken, ne? Das sind die ollen Lö, ne? Die olle Lö. Ich sag's immer wieder, ne? Ja, ich präsentiere ganz stolz, ne? Hühner. Ich präsentiere Kühe. Ein Klaufix. mein ganzer Stolz. Ah, ne? Ich so, Vater, das mit diesem Lindtrag ist alles schön und gut, ne? Ach so, das muss ich kurz noch erklären. Also ich sag öfter Vater zu meinem Schwiegerpapa. Obwohl ich natürlich auch einen richtigen Papa habe, ja. Die sind aber wirklich fast gleichwertig, ne? Also der schimpft, also Schwiegervater schimpft auch mit mir oder so, ne? Das ist, dass er mich nicht übers Knie legt, ist alles, ne? Also ich hab zwei Papas, ne? Muss man nochmal ganz klar dazu sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, das mit diesem Lindtrag funktioniert nicht. Und hat er gesagt, ja, du kriegst ja deinen Deutsch. Ich so, nee, Papa, muss gar nicht unbedingt ein Deutsch sein. Wir können auch ein Glas nehmen, ne? Dann hatte ich ja mit dieser Rundballenpresse da von Pöttinger, da war auch hinten dann dieses hässliche Dreieck dran. Ich weiß nicht. Lass uns das mal versuchen, ne? Oder, was meinst du? Ich habe hier hart gearbeitet, also ich habe Kartoffeln gemacht. Ne? Also das Geld kommt ja nicht von ungefähr, ne? Gut, ich habe mit dem Hühnmecker gesprochen. Ich so, Hübenecker, wie sieht das eigentlich aus? Ist hier bei euch in der Schweiz Napalm erlaubt? Ich müsste da mal was am Hof umdekorieren. Sagt er, na, ist ein kleiner Scherz, entspann dich, ne? Guck mal, wieder, kriegt man nochmal Gesichtsfarbe hier, ne, Kollege. Ja, also ich könnte hier natürlich ein bisschen was rumreißen, aber ja, also jetzt mit Terraforming und so, er meinte im Oktober, ne? Bitte, bitte noch nicht im Oktober. Das muss alles verdichtet werden hier. Ist auch teilweise felsiger Boden und so. Ich habe mit Ulf auch schon gesprochen. Ulf sagt, ja, wir müssen eh noch pflastern und alles. Und dann machen wir das nächstes Jahr, ne? Also dieses Jahr machen wir erstmal nichts mehr hier. Wir haben hier die... Oh, ich kann wieder rennen. Manchmal kann ich nicht rennen. Na, ist egal. Wir haben hier die Wollschweine haben wir hingestellt hier. Ja. Hier, kleinen... Viechers, ihr. Müsst mal gucken, ob ich hier zum Beispiel auch die Kante noch ein bisschen beiziehe. Weil der kleine Ladewagen passt hier gar nicht runter, habe ich gesehen. Das ist auch so ein bisschen so ein Fail von Giants, ne? Und seitdem ich einen richtigen Kuhstall habe, sammelt sich auch Gülle in meinem Güllebecken. Ne? Einige hatten ja geschrieben, ja, du musst ja auch erst eine Miste bauen. Man braucht keine Miste bauen, damit die Gülle ins Güllelager geht. Man muss einfach nur einen richtigen Stall haben und keine Wiese. Habe ich mir aber von vornherein schon gedacht. Alles gut. Alles easy und entspannt, Kinder, ist alles gut, alles gut. Ja, ne, ohne Worte, ne, Giants. Ich habe Silo also verkauft, weil ich es nicht leer gekriegt habe. Jetzt liegt die Häcksel gut. Muss ich gleich also auch noch den Hof aufräumen. Und mein Lager habe ich auch verkauft, ne. Ich habe keinen Acker, ne. Ich habe keinen Acker. Ich bin am Überlegen, Acker zu machen. Allein schon wegen den Hühnern. Die pfeifen sich 1000 Liter Weizen rein. Ja, nicht ganz. Ein bisschen weit ist übrig geblieben, mein Big Pack. Mal kurz gucken. Zeigt er mir das an? Ja. Die haben sich 655 Liter Weizen reingepfiffen, die Viechers. Aber Hühnereier sind halt Feines, ne? Also Schwiegervater hat im Moment keine Hühner, weil er keinen Platz hat. Jetzt hat er wieder Hühner in der Schweiz. Hat er Hühner, klar, da hat er ja Platz. Aber sehr lecker, ne? Vor allen Dingen, der hat die auch draußen auf der Weide laufen gehabt. Also jetzt brauchte der Nachbar halt die Weide wieder, deswegen hat er keine Hühner mehr. Es ist was Leckeres. Also wirklich so ein Freilauf. Guck mal, hast du das gesehen, wie das Huhn gerade gerannt ist? Ey, das habe ich live gesehen schon. Ich habe mich fast angestrullt. Die waren am Fliegen fangen. Die rannten hinter den Fliegen her. Himmel. Ja, und so schmeckt so ein Ei natürlich auch, ne? Die picken natürlich auch, die kriegen noch Hühnerfutter, ganz normal. Aber wenn die einen Regenwurm gekriegt haben, haben die auch einen Regenwurm gefressen. Und wenn die Gras, dann haben die Gras gefressen. Da! So geil. So geil. Raketenhühner. Wir haben Raketenhühner. Oh, schön, schön. Wie gesagt, ey, wir waren in der Wiese da drüben am Zaunpfähle sitzen.
Ich sag, was machen die Hühner denn? Da waren die am Fliegenfang. Himmel, die Berge. Ja, also wie gesagt, wir haben wieder Hühner. Sehr lecker, also wirklich. Ich meine, wir kaufen jetzt auch bei uns aus dem Nachbarort von so einem Biobetrieb und ist auch wirklich, sind auch ganz leckere Eier. Wirklich, kann man nicht meckern. Aber, die selbstgebauten, die sind nochmal wirklich, es ist einfach so. Die sind noch einen kleinen Tacken aromatischer. Ne? Da brauchst du nichts drauf tun, die kannst du dir so in den Kopf kloppen. Ne? So, ich habe mir noch hier einen kleinen Klaufix besorgt noch. Eventuell auch zum Rundbällecke stapeln. Ich habe erstmal hier, also ich habe das Hühnerfutter damit geholt und da war noch so ein Rest Dünger. Den hatte ich noch von der Mission übrig. Ich muss ja zwischendurch Missionen machen, damit wir hier zu Geld kommen. Obwohl, ich muss wirklich sagen, also Schwiegervater hat schon drauf. Ne? Also was wir hier erreicht haben in der kurzen Zeit, das ist schon nicht schlecht. Ne? Ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also, müssen wir gucken. Wir machen jetzt erstmal kurz einmal nochmal Silageballen. Das müsste zweiter Schnitt sein. Ich hoffe, der zweite Schnitt wird das auch heute hier. Ist ein bisschen knapp, ne, für den zweiten Schnitt, ne? Müssen wir gucken, ob wir das nochmal eben schnell schaffen. Ist ein bisschen was wenig, ne? Ja, schauen wir mal. Und machen wir ja, wie gesagt, machen wir dann mal Bellekes von, weil ich hatte das Gefühl, bei der Mission gab's, also ich hatte ein paar Bellekes über, ein paar habe ich noch hier gesaved. Komm, stell den richtig hin. Hatte mir ein paar gesaved, so nach dem Motto, ne? Legst du dich mal in eine Ecke für später. Ich hätte sie verkaufen sollen, weil, also ich hatte das Gefühl, dass während der Mission für Silageballen abartig viel Geld gibt. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich habe ja gerade, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gezeigt habe, aber ich habe den nächsten Auftrag schon wieder in der Pipeline. Boah, was echt anstrengend waren Kartoffeln. Ne? Ich hatte zwar den ganz großen Kartoffelroder und das erste Feld habe ich noch von Hand gemacht. Boah, das dauert ja ewig. Ne? Dann alles zum Bahnhof bringen und dann mit dem Zug verklappen die Kacke. Ne? Und dann beim zweiten Feld habe ich dann den Helfer reingeklatscht. Und hat mich natürlich auch 5000 Chipse gekostet. Aber ich bin ja Fuchs, das Lamm. Ich hatte mir das ja vorher schon so ungefähr ausgelotet. Da bleibt halt über. Also hier funktioniert es in Amerika, hat es ja nicht funktioniert. Hier habe ich Ernte übrig gehabt. Habe nicht alles in den Güterwaggon geschmissen. Habe einen Trailer voll behalten. Und hatte noch genug. Also ich habe den Zug dann ja losgeschickt. Wenn du den Zug losschickst, fährt er los. Dann kannst du nicht mehr sagen, verkauf mir nur die Hälfte oder was. War noch genug, also war absolviert die Mission und ich hatte noch einen vollen Anhänger Kartoffeln da stehen. Den habe ich dann extra verkauft und siehe da, Helferkosten wieder drin. Ne, mehr noch, mehr als Helferkosten wieder drin. Also das hat sich gelohnt. Ne? Das hat sich gelohnt. Warte mal, das machen wir gleich. Ich habe fast vergessen wieder, weil ich eben noch das mit dem Dreieck gesagt habe. Ne? Guck mal hier, Leute. Ja. Guck mal wieder nicht hin hier. Die kleine fette Qualle. Guck mal hier, Guinness. Hier ist kein Dreieck dran. Das war das gute Sunny, glaube ich, war das. Ihr macht das nicht, Kinders. Macht das nicht. Der Diego ist faul. Ihr müsst seine Faulheit nicht unterstützen. Der soll sich das selber machen, wenn er sowas haben will. Ne? Trotzdem danke. Ich hatte das mal irgendwann gesagt, dass ich gerne eine Mod haben möchte, dass man diese Dreiecke generell ausblenden kann. Und der hat gar keinen. Ich habe übrigens vergessen, die Milch zu verkaufen vorher, ne? Hab die alte Weide abgerissen und na gut, jetzt habe ich ein bisschen Milch verloren, aber ist nicht so schlimm. Hatte ich ja gesagt, wäre geil, wenn es da so ein Skript geben würde, wo man die Dreiecke ausblenden kann. Gut, jetzt habe ich eins. Hauptsache, ich habe eins ohne Dreieck. Ne? Ich brauche es jetzt auch eigentlich nur noch für die Gewächshäuser. Die Hühner brauchen komischerweise kein Wasser und die Schafe und die Mukus haben ja einen Stall und Wasseranschluss. Ne? Und was ich auch sehr hart feiere, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte früher Skripte drin, die so Sachen ermöglichen wie hintere und vordere Gerät ausklappen, hintere und vordere Gerät gleichzeitig ein- und ausschalten. Und ich habe mir auf meinem Steam Deck die Tasten belegt, habe das Skript aber gar nicht mehr, logischerweise. Ja, aber wenn ich euch mal was zeigen darf. Na gut, ihr seht es nicht, ne? Oh, da klappt da hinten erst runter.
Ah, der hinten macht er sofort. Okay, das war ein Fail. Das war ein Fail. Naja, jetzt kommt er ins Rotieren, der Junge. Nochmal bitte, Susanne. Sollen wir das eigentlich schon mal als Thumbnail nehmen? Wir nehmen das schon mal als Thumbnail. Und damit ich gleich wieder irgendeins habe. So. Jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Beide runter. Beide an. Und ich hoffe, dass der Klaas auch besser mit der Steigung hier zurechtkommt. Ne? Ah, viel bleibt da nicht übrig. Aber geht ja auch erstmal. Wir gucken erstmal, was wir hier an Bellekes zusammengewürfelt kriegen. Das ist nicht viel, sehe ich so schon. Ist ja auch zweiter Schnitt und das auch noch im Herbst. Obwohl, ey, das ist noch gar nicht so lange her. Da hat wirklich bei uns ein Bauer auch noch krass wieder gemacht, ne? Ey, da war kaum was drauf. Der hat sich das einfach da runtergepflückt. Wildschwein, elendiges. Oh ja, hier berghoch. Hier berghoch. Muss man ein bisschen pusten. Geht aber noch. Ich kann auch noch mehr, ne? Ich habe jetzt noch nicht die volle Ausbaustufe an dem Glas. Aus habe ich 65, glaube ich. Ne, 165 habe ich, glaube ich, genommen. Und der geht, glaube ich, bis 205 hoch, der Koffer. Ist also genau das Richtige für meine alpine Situation hier. Ja, und wie gesagt, ich werde dann, was ich jetzt heu, habe ich ja genug. Ich werde dann Silageballen davon machen und versuchen, die zu verhökern. So als zusätzliche Einnahmequelle, ne? Kühe darf ich die Silage ja nicht geben. Wir wollen ja Milch machen mit 100% Heumilch. Ja. Und, ja. So, husch, husch hier. Hoch, mein Kleiner. Hoch, hoch. Läuft, also wirklich läuft sehr gut. Ich bin richtig glücklich mit dem 22er. Klar gibt es hin und wieder auch Tiefschläge. Ja, das mit dem Silo zum Beispiel, weil das war schon wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, ach Giants, ey, komm ey. Geht immer noch nicht das Silo, ne? Aber, naja, was willst du machen? Das ist, Leben ist kein Ponyhotel, ne? Und aber alles in allem bin ich schon, auch das mit der Schafweide zum Beispiel, dass man die da so schräg am Hang platzieren kann. Also vorne ist klar, da wo das Gebäude steht, wo die Trigger sind und so, da muss es gerade sein. Und dann kann das ruhig böse nach oben und unten gehen, ne, das ganze Thema. Finde ich super. Ne? Gerade hier in der alpinen Landschaft. Und dann, ja, muss man gucken. So, ich weiß jetzt auch noch nicht genau, ich habe mir auch schon mal überlegt, könnt ihr mal in den Kommentare schreiben. Genau, ich bin schon wieder bei 13 Minuten, dann kommen die wichtigen Sachen. Ne? Nein, so wichtig ist es nicht. ich lerne das auch irgendwann nochmal. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht mir zwischendurch, wenn ich das Geld habe, im Moment bin ich ja pleite wieder, ne? Aber gut, wir haben gut was geschafft. Komm, wir haben gut was geschafft. Mir einen Acker kaufe, den abernte und wieder verkaufe. Was haltet ihr davon? Ich meine, ist dann so ähnlich wie Pachten. Na, ungefähr. So circa. Ne? Ich habe nur halt kein Lager. Lass mal gucken. So eine Schüttguthalle ist ganz schön teuer, habe ich gesehen. Aber das war nur mal so eine Überlegung. Ja, wegen den Hühnern halt. Ne? Dass ich mal einmal Weizen anbaue. Gut, die Strohbälle kann ich mir dann auch in eine Ecke legen. Aber ja, brauche ich nicht. Gut, vielleicht. Das Blöde ist halt, mit einem Acker wirst du nicht glücklich. Du brauchst dann aber das komplette Equipment. Ich kann mir nicht jedes Mal eine Sämaschine leihen. Du kannst dir mal einmal eine Sämaschine leihen oder einmal einen Mähdrescher leihen oder sowas. Aber doch nicht jedes Mal. Und wenn du natürlich 5 Felder hast und musst dir für 5 Felder was mieten, das geht schon eher. Aber jetzt für ein Feld, das ist nochmal die Sache. Aber wir gucken erstmal. Wie gesagt, ich bin da richtig glücklich mit Schwiegervater, dass der mich dazu getrieben hat, das hier so zu machen, weil es mal was anderes ist und ich will halt wissen, auch ob das funktioniert. Ne? Ob ich eine Kapitalmehrung habe. Darum geht's ja. Ich weiß nicht, es dauert jetzt alles. Also ich habe auch nicht nur ausgewachsene Mutterschafe gekauft, ich habe auch ein paar Babys gekauft. Das heißt, die brauchen auch ein bisschen. Ne? Die Hühner ja sowieso. Ich meine, die Hühner, das ist nur Eigenbedarf. Ne?
Und dann müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht, wie das ist mit Hofladen und so weiter und so fort. Ob sich das lohnt, ab wann. Oh, Bienen muss ich noch machen. Was meint ihr, lohnt sich das wohl, hier oben ein paar Bienen hinzustellen? Also, ich meine, wenn im Sommer die Weide schön blüht, dann können die doch auch hier Honig sammeln, oder? Das muss ich noch machen. Also ein paar Bienenstöcke stelle ich mir, also einen großen Bienenstock stelle ich mir auf jeden Fall noch hier hin. Guck, dann haben wir auch noch Honig. Was war das denn gerade? Habt ihr das mit dem Licht gesehen? Macht mir Angst. Naja. Also wie gesagt, ich habe hier meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es hier weitergeht. Wir müssen natürlich irgendwann auch nochmal zurück nach Amerika und gucken, was da so los ist. Und was mit Wolle und Frankreich ist, müssen wir auch noch gucken. Ne? Ich war ja mit Wolle noch gar nicht in Frankreich. Ich war mit Shady Baby in Frankreich, aber nicht mit Wolle. Ne? Das geht natürlich gar nicht. Ne? So, Diego ist draußen. Habt euch lieb.